Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan, ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute aus Chile, aus Patagonien und wir sind in dem Nationalpark Torres del Paine. Habe ich das richtig ausgesprochen? So ungefähr, oder? Ja, so ungefähr. Wir fotografieren heute einen Sonnenuntergang und ich möchte euch heute in diesem Video mal mitnehmen, wirklich von der Erstellung des Fotos, also wir werden darüber sprechen, wie ich die Komposition und so weiter mache, bis hin zum fertigen Bild an der Wand. Das bedeutet, wir gehen also durch den Prozess des Fotografierens, wir gehen durch den Prozess der Bildbearbeitung und dann, wie wir das Ganze an die Wand bekommen. Und ich hoffe, ihr werdet genauso viel Spaß haben wie ich, denn das hier ist eine der schönsten Landschaften, die ich jemals gesehen habe. Ich habe natürlich erstmal damit angefangen, mir Informationen zu beschaffen zu der Location, also Patagonien so insgesamt. Es gibt ehrlich gesagt nicht so viele Informationen, wie man es vielleicht von Locations aus Europa oder so kennt oder auch aus Amerika, also aus Nordamerika. Und deswegen hat es das Ganze ein bisschen schwieriger gemacht. Allerdings natürlich, man hat trotzdem was gefunden. Und das ist jetzt hier ein Spot, den ich auf genau einem Foto mal gesehen habe. Das ist hier so eine Art Holztreppe gibt, die genau als führende Linie wirklich auf die drei Berge da hinten zuläuft. Und das ist natürlich für einen Fotografen richtig toll, weil diese Holztreppe als führende Linie perfekt geeignet ist. Wir sind jetzt hier zum Sonnenuntergang. Die Sonne kommt jetzt von der linken Seite. Die ist gerade hinterm Berg untergegangen. Ich habe jetzt hier gerade eben noch ein paar Fotos gemacht. Es ist ja natürlich auch immer so, ich mache mehrere Bilder. Das heißt, ich habe die Kamera jetzt hier auf ein Stativ gepackt, mache also den ganzen Abend über Bilder. Und als die Sonne noch über dem Berg war, hat sie zum Beispiel hier im Hintergrund die Berge richtig schön angeleuchtet. Und jetzt ist sie gerade untergegangen. Und jetzt haben wir zum Beispiel hier im Vordergrund den Vorteil, dass jetzt die Treppe nicht mehr ganz so doll angeleuchtet wird und dadurch auch keine krassen, harten Schattenkanten mehr produziert werden. Und so kann man dann die Bilder so ein bisschen zusammen kombinieren. Das werden wir nachher in der Bildbearbeitung noch genau sehen und damit das perfekte Bild dann am Ende erzeugen. Jetzt warte ich aber noch weiter, denn ich möchte jetzt natürlich noch darauf warten, dass die Sonne weiter untergeht und die Wolken vielleicht von unten noch mal so ein bisschen anleuchtet. Denn dann kriegen wir ein, würde ich mal sagen, schönen Himmel hin, der schön leuchtet, hoffentlich. Wir werden sehen, manchmal ist es so, manchmal ist es nicht so, aber auf jeden Fall einmal komplett durchshooten. Wir sind insgesamt wahrscheinlich um die 2 Stunden hier an diesem Spot und die Kamera steht die ganze Zeit, wie gesagt, auf dem Stativ. So, jetzt lasst uns mal kurz über die Kameraeinstellung sprechen. Es ist natürlich so, dass man das nicht immer genau auf alle Fotos adaptieren kann. Aber ich fotografiere, wenn ich Landschaften fotografiere, eigentlich fast immer mit einer Blende 8 oder mit einer Blende 11. Blende 8 habe ich festgestellt, bei meinen Objektiven ist eigentlich immer so dieser Sweet Spot, wo das Objektiv am schärfsten ist. Bedeutet, da habe ich wirklich die beste Abbildungsqualität und deswegen immer Blende 8 bei mir eigentlich. Und wenn Blende 8 noch nicht ausreicht, um alles komplett scharf zu bekommen, dann mache ich das sogenannte Fokusdecken. Bedeutet, ich lege den Fokuspunkt erst auf den Berg im ganzen Hintergrund, werde dann ein Foto machen, dann lege ich den Fokuspunkt auf irgendwo in der Mitte, mache dann wieder ein Foto und dann lege ich den Fokuspunkt nochmal hier vorne auf den Steg und mache auch nochmal ein Foto. Und diese drei Bilder, die kann ich dann in Photoshop zusammenfügen und mache daraus ein komplett scharfes Bild von vorne bis hinten. Das ist mal Nummer 1, was ich mache. Nummer 2 ist meistens noch, dass ich mehrere Belichtungen mache mit unterschiedlichen Belichtungen. Bedeutet, ich belichte einmal für den Himmel und einmal für den Vordergrund. In dem Fall jetzt hier war es gar nicht unbedingt nötig, denn ich habe hier noch mit Filtern fotografiert. Ich habe einmal einen Polfilter hier drauf und der bewirkt schon erstens, dass das Bild ein bisschen dunkler ist. Das heißt, ungefähr eine Blendenstufe bringt so ein Polfilter. Und außerdem macht er auch die Himmelsfarben, also das Blau im Himmel, noch mal so ein bisschen kräftiger. Und das zweite ist dann hier ein Verlaufsfilter. Und damit dunkle ich auch nochmal den Himmel von oben so ein bisschen ab. Man sagt ja immer so, ja, mit Bergen und dann Verlaufsfilter. Ich finde jetzt hier gerade in dem Foto funktioniert es ganz gut, weil ich ja auch relativ viel Himmel noch mit drauf habe. Die Berge kriegen nicht mehr wirklich viel von dem ND-Filter ab. Ein bisschen vielleicht. Aber das ist auch vollkommen okay, weil sie oben an den Spitzen ja auch von der Sonne getroffen werden. Und da ist es ja auch heller. Bedeutet, mit dem Verlaufsfilter funktioniert es eigentlich relativ gut und ich habe ein relativ ausgeglichenes Bild von unten, von dem Steg und oben von dem Himmel. Dann
Blende 8 habe ich schon gesagt, ISO 100, beziehungsweise in der Kamera geht es sogar auf ISO 64 runter, wobei ich das immer eigentlich bei ISO 100 lasse. Der Unterschied zwischen ISO 64 und ISO 100 ist eigentlich nicht wirklich merkbar. Von daher lasse ich es bei 100, denn ich brauche jetzt nicht unbedingt eine längere Verschlusszeit in dem Fall. Und die Verschlusszeit an sich, die variiert natürlich. Je nachdem, wenn die Sonne jetzt weiter untergeht, dann brauchen wir natürlich eine längere Verschlusszeit, weil es insgesamt dunkler wird. Und das variiert und je nachdem stelle ich die dann halt immer einfach ein bisschen länger. Das war es soweit zu den Kameraeinstellungen. Ich habe hier ansonsten noch einen Kabelauslöser, damit ich die Kamera nicht großartig anfassen muss. Natürlich, wenn ich die Verschlusszeit verstelle, muss ich sie einmal berühren. Aber ansonsten probiere ich so wenig wie möglich an der Kamera selber zu machen, damit die wirklich so genau stehen bleibt und wir diese Bilder, diese unterschiedlichen Bilder, die wir jetzt alle machen über den Tag, dann am Ende pixelgenau übereinander liegen. Das wird nicht immer bei jedem Bild hundertprozentig funktionieren, aber auch dafür gibt es nachher in der Bildbearbeitung noch Abhilfe. So, ich fotografiere jetzt hier noch ein bisschen weiter. Die Sonne ist gerade eben übrigens noch mal hinter den Wolken hervorgekommen. Ist noch nicht ganz hinter dem Berg verschwunden. Das heißt, ein bisschen Sonnenlicht haben wir jetzt hier gerade im Vordergrund auch noch mal auf der Wiese. Ich fotografiere jetzt noch ein bisschen weiter. Was ich auf jeden Fall schon habe, ist, dass wir hinten im Hintergrund auf den Bergen die Sonne drauf haben. Das habe ich schon erledigt. Ich habe auch hier im Mittelgrund, dass die Sonne da schon drauf ist. Ich habe hier für den Vordergrund schon eine Belichtung, wo die Sonne nicht mehr da ist. Das heißt, wir haben da keine harten Schattenkanten mehr drin. Und jetzt warte ich eigentlich nur noch darauf, dass wir noch ein bisschen schöne Wolken bekommen. Das ist das Letzte, worauf ich jetzt noch warte. Wenn ich das noch bekomme, wäre das ultra geil. Ansonsten, wie gesagt, ist der Shot so, wie ich ihn jetzt habe, auch schon mega, mega gut. Ganz kurz über die Bildkomposition ein bisschen sprechen. Ich habe ja schon gesagt, dass ich diesen Holzstück hier als führende Linie nehmen will und das ist auch komplett symmetrisch. Das heißt, den nehme ich wirklich komplett in die Mitte, habe damit einen ja, quasi Symmetrie-Shot, nicht wirklich, weil es spiegelt sich ja nichts im Hintergrund, es ist ja nicht genau gleich auf beiden Seiten, aber den Holzstück, den nehme ich genau in die Mitte. Da sagt man ja öfter mal, was genau in die Mitte nehmen auf einem Bild ist ja eigentlich nicht so gut. Da sollte man eher mit ein Drittel Linien arbeiten und so. Aber hier in dem Fall ist das genau die führende Linie, die in das Bild reinführt. Und sie führt genau auf unser Hauptmotiv, die Berge im Hintergrund. Die wollen wir ja eigentlich wirklich darstellen. Und deswegen habe ich das auch wirklich genau so ausgerichtet, dass wir diesen Holzsteg jetzt mittig haben und der auch wirklich mittig nach hinten verläuft. Der führt dann irgendwann so ein bisschen nach rechts aus dem Bild raus. Das ist aber gar nicht schlimm. Also da geht die Holztreppe dann nach rechts runter. Aber wie gesagt, diese führende Linie, die nutzen wir sehr gut aus. Den Horizont, den habe ich auch nicht ganz auf die Hälfte gepackt. Das heißt, da habe ich die Kamera so ein kleines bisschen nach unten gepackt, aber nicht so viel, dass es jetzt ein Drittel, zwei Drittel ist. Ja, kann man vielleicht noch ein bisschen in der Bildbearbeitung dann, wenn man das Bild noch ein bisschen croppt oder so, kann man das noch ein bisschen bearbeiten. Aber ich will eigentlich auch nicht zu viel Himmel verlieren, weil ich den heute hier eigentlich viel zu schön finde. Du siehst es jetzt hier natürlich im 16:9 Format, weil ich jetzt hier mit der Kamera, die auch auf dem Stativ steht, das Ganze aufnehme. Aber grundsätzlich haben wir rechts und links natürlich noch ein bisschen mehr Platz. So, ich würde sagen, wir sind fertig mit dem ganzen Shooting und wir gehen jetzt direkt zur Bildbearbeitung und machen aus den RAW-Dateien ein richtig geiles Endergebnis.